So, liebe Leute, eine lange letzte Folge. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Unsere nächste Aufgabe ist die Unterschrift im neuen Tunnel durch. Das heißt, ich würde sagen, diesen Tunnel, den wir hier letztes Mal schon ein bisschen mal gesagt haben, wo ich gesagt habe, da geht's nicht durch. Okay, jetzt geht's erstmal hier durch. In der letzten Folge haben wir tatsächlich den endlich unseren siebten Orden geholt und der fehlt uns jetzt noch ein Orden und dann sind wir durch mit der Arena Challenge. Und das ist der letzte Trainer, der sein wird. Jetzt wollen wir die feuern alle irgendwie die hier, ne? Klar, wir haben mitbekommen, es gab irgendwie ein Problem auf Route 9. Mit denen wir halt angreifen müssen. Und hier ist Hopp. Hast du das mitbekommen? Was? Wie sie hier? Ja, genau. Da war dieser laute Rums. Und da ist dieses rote Licht. Und dann, das ist ein verwirrtes Pokémon. Das zufällig irgendwie bei denen wachsen. Ach, ein Mordsinger war das tatsächlich, der sich da maximiert hat. Hier, schau dir den Schatzmann an. Ich kann leider nicht verlesen. Das Dillion ist einfach der coolste. Mein Bruder und sein Bruder haben mich lange gefragt und sie haben maximierte Pokémon aus dem Verkehr gezogen. Da ist er wieder aber bewusst geworden, wie stark mein Bruder wirklich ist. Ich muss mit ihm reden, soweit ich weiß, wollte er beim Stadion von Cloud City sein. Auf geht's. Genau, und auch nach Cloud City werden wir tatsächlich jetzt aufmachen. Jetzt können wir auch diese Brücke hier anschauen, überqueren, die wir damals bei unserem ersten oder bei den ersten beiden Versuchen hier nicht mitnehmen konnten. Und jetzt gibt es hier auch doch einige Trainer, die wir zu besiegen haben. Und los geht's mit diesem Gentleman hier. Deine Stärke steht ja für mich in der Musik geschrieben. Na gut, ich gestatte mir, mich in einem Kampf zu überzeugen. Ja, die Folgen sind immer ein bisschen was länger, gerade wenn es um die Arena-Leiter geht. Die Folge wird jetzt ein bisschen was kürzer werden, das können wir uns mal jetzt sagen. Was hast du? Ein Duo-Kness. Das ist ein Stark. Ja. Stark. Geist-Pokémon sollen. Also, ja. Wir haben tatsächlich den Typ Fee, stimmt? Wir haben ja den Beityp Fee. Deswegen auch diese Stahlattacke. Stimmt, wir haben ja vier Pokémon. Der Geogre ist schon mal weg. War nicht ohne das Vieh. So, Quatermark. Quatermark ist zu Psycho, ne? Ich meine, es wäre zu Psycho. Probier's mal mit einer Unlicht-Attacke. Nichts effektiv. Kampf. Dann bist du Kampf-Pokémon. Gut, dann gehen wir auf Toxin. Na, du bist mit Schock. So, dann nehmen wir mal auf Giftschock. Tschüss. Warte mal. Portipot. Ja, das ist definitiv ein Geist-Pokémon. Das ist tatsächlich. War mal eins. Hat übrigens ein Pokémon Schwert dann in der Parallelvision. Wenn man das nur Gala-Pokémon hat, kann halten. Könnte ja schon mal sicher sein. Vielleicht ja noch dieses Modifort. Das ist ziemlich, das werden wir dann ja im Würschanwald fangen können. Also zumindest ja eine Vorentwicklung. Genau, hier waren wir nämlich schon mal. Auf diesem Teil der Route. Vor einigen Folgen. Ja, wir sind nämlich jetzt wieder auf Route 7. Aber wir können jetzt tatsächlich. Ich geh mal kurz gucken, überlegen gerade. Galoppa und Tektas wären die richtige Wahl. Hat seinen Grund, warum ich die beiden nach vorne ziehe. Weil die letzte Arena ist tatsächlich schon eine ganz spezielle. Wir werden tatsächlich heute schon
die letzte Arena angehen. Also wir haben nicht mehr viel zu tun. Wir können jetzt relativ schnell jetzt immer dann ins Champ-Turnier. Und alles drum und dran. So. So. Gut. Brauchen keine weiteren Items. Weil ich glaube, jetzt kommt eigentlich fast nichts mehr, wirklich, was uns von unserem Kampf oder von unserem letzten Arena-Kampf abhalten dürfte. Meines Wissens. Das Let's Play geht noch nicht. Doch, das sind schon die Lianzahlen und hopp. Hey, hier drüben. Hallo, Kev. Gute Arbeit von dir und deinem Glurak-Gideon. Ihr habt dieses Dynamax-Pokémon ja im Hunter drüben auf die Bretter geschickt. Tja, wir sind einfach unschlagbar. Es gibt wichtigeres zu besprechen, Sanja. Kannst du mir sagen, was sich hier vor sich geht? Gute Frage. Also erst war dieses rote Licht. Plötzlich ein Pokémon mit Dynamax, obwohl eigentlich gar keine Energiequelle in der Nähe war. Also kann das sein? Ja, das wüsste ich selbst gern. Wir müssen wohl damit rechnen, dass dieses rote Licht jetzt wieder auftauchen könnte. Exakt. Und um diesen Moment zu berechnen, braucht es wieder Wissenschaftlerin der Extraklasse. Oma, was machst du denn hier? Ich wurde von Liga-Präsident Rose herbestellt. Er hat mir Fragen über Fragen dazu gestellt, was all das mit den Dynamax-Phänomen zu tun haben könnte. Und dabei ist etwas hilfreich rausgekommen. Das musst du ihn fragen. Oder beziehungsweise seine Assistentin. Für den Liga-Präsident dreht sich alles um die Energieversorgung Galas. Alles andere weiß ja seine Assistentin. Aber ich stelle fest, wir brauchen mehr Daten. Deswegen möchte ich bitten, zu der Sache weitere Nachforschung anzustellen, Sanja. Immerhin kannst du dich von uns allen am besten mit der finsteren Nacht aus. Moment, was für, wie zu sagen, dieses rote Licht ist in Wirklichkeit die finstere Nacht? Ich frage mich auch irgendwie, ob wir auch irgendwie helfen können. Aber auf mich gut erzählen. Danke, ich weiß euren Eifer sehr zu schätzen, aber ich wünsche mir von euch gerade nur eins. Ich will, dass ihr mir das allerbeste Finale aller Zeiten liefert. Und im Gegenzug sorge ich dafür, dass der Galle auch in Zukunft Frieden herrscht. Hier, klar, Bruder, ich vertraue dir. Du bist schließlich die Lehrende und Schlagpaare. Oh, es gibt etwas, was ich da genau untersuchen möchte. Bist du mir dabei? Aber sicher doch, Sanja. So. Time ist bald. Steht ihr erst erstmal die Arena-Challenge. Rechne fest damit, euch beim Champ Cup zu sehen. Gut, konzentrieren wir uns auf unsere eigene Mission. Für mich heißt das, Netz zu besiegen. Den wir ja schon besiegt haben. Aber du machst dich jetzt erstmal auf zum Klaus-Stadion, oder? Woher solltest du keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen? Genau. Wir müssen jetzt erstmal tatsächlich noch die letzte Arena-Challenge bestehen. Die letzten beiden Orte gehen halt direkt hintereinander. Und dann würde ich sagen, geh mal rein! So. Du hast bestimmt noch ein Bildchen von uns. Ein Levelball. Gut. Na dann, würde ich sagen, machen wir es auf. Die Arena-Challenge nähert sich langsam, aber sicher hier am Ende. Du bist weit gekommen. Der Arena-Leiter von Cross City ist Drachenburg wie Boy. Bist du bereit für seine Arena-Mission? Ha, als ob. Okay, dann bitte ich dich zunächst in deinem Kleidung und deine Uniform zu schlüpfen. Diese Uniform, die du trägst, sorgt voll einen Siegen, den du schon errungen hast. Ich kann deinen Kampfgeist deutlich spüren. So, und jetzt begib dich bitte in Schatten. Ich meine, zur Schatzkammer. Die anderen Arena-Trainer warten dich dort. Okay, wir sind in der letzten Arena. Und jetzt können wir es tatsächlich hier beenden. So, geht's jetzt. Ah, okay. Mal sehen, wie viele Challenger sind noch im Rennen? Wow, nicht mal 10. Also gut, ich erkläre dir jetzt meine Arena-Mission. Bereit? Die Regeln sind leicht und schnell erklärt. Du musst nur 3 von mir höchstpersönlich ausgebildete Arena-Trainer besiegen. Das ist alles. Ach ja, und noch etwas. Ich werde den Doppelkämpfe gegeneinander antreten. Genau deswegen habe ich auch meine beiden Pokémon nach vorne gezogen, weil es halt relativ einfach ist. Und dadurch, dass das nachher Drachen-Arena-Trainer wird, bin ich, glaube ich, mit einem Fee und einem Eis-Pokémon relativ gut
Ja, gut dabei. Und ich glaube, ich hatte noch mein Schlapfel noch, dass ja ein Drachen-Pokémon ist. Ich glaube, das kriegen wir gut hin. Die Arena-Challenge hat es ganz schön in sich, findest du nicht? Da erhalten wir auch nur so wenige Arena-Challenger so lange durch wie du. Und deshalb lade ich dich auch, habe ich auch sehr hohe Erwartungen an dich. Sag mir alle Tricks, die du auf Lager hast. Los geht's. Hab genug geredet. Der erste Arena-Trainer wird dir jetzt gegenübertreten. Na los, Raphael, trau dich. Bin schon zur Stelle. Aber hab ich zwei Dinge gelernt. Zum einen Stärke von Drachen-Pokémon. Zum anderen, dass man Karten aus Kampffeld zu seinem Vorteil nutzen muss, wenn man diese Stärke zunutze machen will. Genau, los geht's. Unsere letzte Arena-Challenge, liebe Leute. Okay, das eine verstehe ich nicht gerade. Das andere ist ein Erdbeeringer. Weil das eine ist ein Pelipper. Das ist ein Wasserflug-Pokémon. Wundert mich gerade, warum das in der Drachenarena ist. Und das andere dürfte ein Viscagon sein. Viscagott sein. Das verstehe ich. Das ist ein Drachen-Pokémon. Das ist klar. Na gut. Dann müssen wir es tatsächlich so irgendwie durchrocken. Und wieder knallen mit Zaubersteinhagel drauf. Wenn ich Glück habe, kriegen sie ja beide. Okay, wir müssen schlupfen. Das ist ein Viscagon. Lackzug, ja, scheiße, genau das, was ich vermuten muss. Okay, dann gehe ich auf Elektro. Die ist jetzt, glaube ich, die einfachste Wahl. Du kriegst auch noch einen scheiß Volltreffer, oder was? Gut, dann ist das so. So, Viscagott ist weg. Ja, 45 sind nämlich auf unserem Level. Ja, wir sind ein bisschen drüber. Also sollte man das ganze Ding nicht auf die leichte Schulter nehmen, definitiv. So. Gut, dann haben wir die zwei schon mal besiegt. Das müsste jetzt ja wenigstens Astrainer sein. Eine 50 Elektro. Ja. Genauso erwarte ich das von einem Trainer, der sich bis hier durchgeschlagen hat. Okay, wir müssen die beiden Damen noch besiegen. Und hier kommt unser zweiter Trainer, Loren. Okay, ich darf mein Team tatsächlich aufheilen oder hochheilen. Das ist immer gut. Die Frage ist, was hat sie? Heißt auch wieder. Ja, wir bleiben einfach dabei, wenn ich ehrlich bin. Man kann immer noch wechseln, wenn man es nicht passt. Gut. Bei einem Doppelkampf kommt es darauf an, zu verstehen, welche Rolle die jeweiligen Pokémon des Gegners im Kampf erfüllen. Volunolo und Fortunato. Zwei Feuer-Pokémon. Naja, gut. Das sollte es. Okay, Aqua-Durchschnuss. Und. Pferdestärke. Bis damit. Und Steinhagel. Doch, ich gehe auf Steinhagel. Ja, du halt. Du liegst in Panzerfalle, okay? Oh, ja, ja. Sarah, so einfach wird's nicht. Leiter ist wirklich schlecht, das ist immer gut. So. Dann bist du damit drauf und Steinhagel bleibt drauf. Das ist die vollste Variante. Okay, das Viech, das kann doch mal ein bisschen was. Aua! Ich habe das Viech gefangen, das würde ich ja immer mal gerne näher entziehen. Was haben wir denn hier Schönes? Und ich so. Nee, ich gehe auf Skantink. Einmal können die Arena Challenger, die Jungs was. Die Trainer. So, okay.
du eine Donut drauf. Und du bist Tomato. Ah, es geht wieder Panzerfalle. Nein! Es überlebt immer noch. Tja, es löst jetzt die Panzerfalle aus. Das war's schon. Wir sind schon mal auf den Galopp ab. Okay, das ist nicht ohne tatsächlich. Okay, jetzt sind wir mal das gefährlichste Pokémon nach außen zum Spiel. Das ist das Totonator. Das ist ein Weg. Das müsste ein Drache-Feuer-Pokémon sein tatsächlich. Wie sieht's auf Flammen? Ja. So, Renuna. Okay, dann setze ich jetzt Hitters und die mal um alle ein. Mal auf Doppelkick. Okay. Das müssen wir mit ihm heilen. Die Sache ist nicht einfach. Ich denke, ich habe nur gesagt, dass wir es wahrscheinlich schaffen. Aber es ist nicht ohne. Aber jetzt haben wir es. Ach, 49 für Libalo. Oh, die ist besiegt. Super. Fantastische Leistung. Genau das habe ich von einem Trainer erwartet, der sich in Unterkunft hat. Gut. Das heißt, es fehlt nur noch ein Trainer. Und jetzt ist es halt für den grünen Abschluss. Nummer 3. Okay, wir müssen tatsächlich unser Team erstmal wieder heilen. Ich habe ja Beleber ohne Ende gekriegt während der Challenge. Oder während unserer Reise. So. Die Frage ist, wen hast du noch als nächstes? Oder wen hast du? Ich gucke jetzt nicht nach, ich könnte auch nachgucken. In einem Doppelkampf kann man beide Pokémon voller Kraft zuschlagen lassen. Oder man gibt einem von ihnen eine unterstützende Rolle. Sehen wir mal, was für eine Strategie du verfolgst. Naja, mal gucken. Rex Blitza und Giras. Okay, hier noch Eis. Weil es gar nicht so dumm wäre. Ich würde auf Eis auf jeden Fall. So. Ja, ich probier's mit so mit Zauberschein und mit Steinhage wieder. Okay, mit Giras ist schon mal weg. Wetterbewegung wäre schon ein bisschen heftiger gewesen, aber ich glaube, die hat mir schon bei. Aurora-Schleier, okay. Na, fast. Nadelag geht jetzt ja ebenfalls effektiv. Aber sollte jetzt gar nicht kommen. So, ist weg. So. Gut, dann haben wir das auch durch. Eine reife Leistung. Gegen einen talentierten Trainer wie dich zu kämpfen zu dürfen, war mir eine große Ehre. Großartig. Ich kann es nicht erwarten, dass du die Arena-Mission gemeistert. Wobei der zweite Trainer tatsächlich extrem hart war. Muss ich sagen, da war nicht ganz ohne. Dann ist es in der Zeit, dass du dich gegen mich beweist. Auf Entscheidung! Aha, oh, ich darf jetzt... Oh Gott sei Dank.
Gut, wir probieren's, liebe Leute. Ich speichere hier kurz, weil, ist, glaube ich, das Sinnvollste. Aber ich glaube, wir werden es packen. In unsere letzte Arena. In unsere letzte Arena-Fight. Leute, holen wir uns tatsächlich schon den 8. Norden. Ausgerechnet du der erste Challenger bist, der es soweit geschafft hat. Das muss Schicksal sein. Aber dir, der uns so viel auf dich hält, wundert mich nicht, dass du es soweit gebracht hast. Und du denkst also, du kannst Dile besiegen. Dafür musst du mich erstmal mich, seinen größten Rivalen, klein kriegen. Ich werde dir auf die harte Tour zeigen, worauf du dich da eingelassen hast. Ich kontrolliere aber nicht nur das Wetter, sondern bestehe auf einen Doppelkampf. Damit will ich herausfinden, wie gut du auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Also dann, los geht's. Okay, du gehst auf ebenfalls auf so einen Doppelkampf. Das ist, okay. Da fängt mit Rockhunde um die Welt raus. Da sind zwei Bodenbewege. Und eine Waffe dabei hat. Wir versuchen es. Wir haben tatsächlich sogar die richtige Wahl getroffen. Okay, da geht tatsächlich ein Sandsturm. Die drin wird unser Team schon angehauen. Zauberschein, Beldra und die Frage ist, kriegt beide. Jawohl, ich krieg sogar beide damit. Im Eissturm. Das sollte vor allem die Beldra extrem wehtun. Oder auch nicht so ganz. Ansteine. Das heißt, wir dürfen das Team jetzt nicht erinnern. Und dann verlieren wir wieder mit dem Leben. Den Wildfrieden 2 verlieren dazu. Geht trotzdem wieder drauf. Da geht jetzt mit Aqua-Durchstoß auf sein Brokkolis. So, die Beldra ist schon mal weg. Rokulus sollte jetzt auch das zeitliche Segen. Ja. Dann haben wir die ersten beiden schon mal von ihm weg. Frage, was wird er jetzt tun? Ivaludon. Und du hast noch irgendwas. Sanaconda. Anaconda ist ebenfalls Typ Boden und Duraludon und Typ Rache Stahl sein. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ah. Wie sieht das aus? Du drauf damit. Und Anaconda. Ich will jetzt mit Anaconda mal schauen. Weil das Duraludon wahrscheinlich eher die sinnvollste Wahl gewesen wäre, dass der das rauszunehmen. Weil das ist ein Dynamax-Pokémon. Jo, das Viech sieht aus dem Wolkenkratzer, okay? Das ist okay. Scheiße. Gut, das hatte ich was erwartet. Damit hatte ich was erwartet. Also mit Stahlzeiger, also, da habe ich doch recht gehabt, dass ich den Viech habe. Dann darf ich paralysieren und muss fliegen. Okay. Dann gehen wir weiter auf Libalo. Was, du gehst jetzt ausgerechnet, jetzt bleibst auch zu daneben.
wieder mit so einer Kacke. Die hätte ich fast down gehabt. Ja, jetzt ist erstmal dieses Sonnenkonda raus. Das heißt, uns kann es schon mal nicht mehr paralysieren. Oder sowas in die Richtung, nee, ne? Gar nichts in die Richtung, oder? Gar nichts. Ich geh noch lieber los. Alles gut, ne? Und dann gehe ich auch. Das ist neutral. So, also der Dynamax sollte jetzt gleich weg sein. So, schon so witzig. So, okay, dann gehen wir jetzt drauf. So, eigentlich müsstest du jetzt ja nicht sogar sagen. Du müsstest jetzt der Dritte gewesen sein. Oder 6 Pokémon haben. Ja, war schon. Ohne war definitiv nicht, muss man eben sagen. Aber ich hätte nichts anderes erwartet tatsächlich bei dem beim 8. Orden. Das war ein harter Kampf. Aber nun, da er vorbei ist, fühle ich mich, als hätte sich die Wolken aufgetan. Jetzt herrscht nichts als Sonnenschein. Ha, verwegen, glaub mir kein Wort. Erinnerst du dich, wie ich gebreitet habe, dass ich Dylans größter Rival bin? Und wenn schon, dann sitzt mir auch nichts, wenn du mich besiegst. Meine Pokémon und ich haben uns hier gegenüber ganz schön hochnäsig verhalten. Hier, nimm das als Zeichen des Sieges. Das ist Drachenorden. Damit haben wir es komplett. Du kannst jetzt alle Pokémon unabhängig von ihrem Level fangen. Jetzt besitzt du alle Orden der Gala-Region. Um den herauszufordern, musst du aber noch das Turnier nach der Arena natürlich gewinnen. Das war nicht ganz wortwürdig. Du musst dieses Turnier verlieren. Jetzt wäre aber Niederlage gegen die Bedauernslos. Jetzt, wo du alle Orden gesammelt hast, wollte ich als nächstes den Champ Cup. Ich bin gespannt, wie du dich dabei schlägst. Hey. Ich will dich nicht lange aufhalten, aber ich hatte da noch was vergessen. Erstens wollte ich als Zeichen meines Respekts auf die TM99 geben, die enthält die Attacke Breitseite. Und zweitens wollte ich dir die Uniform des Drachen- und Arena-Trainers erreichen. Die kriegen doch echte Gewinnertypen, wie du und ich. Jo. Und damit hast du Challenge erkannt mit der Drücke Nummer 87 die Arena-Challenge abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kannst du deine Stärke beim Champ-Kampf unter Beweis stellen. Und Dubai, du musst mir nur deine Stärke beweisen. Ah ja, da ist er nicht. Jetzt, kleiner Bruder. Ich nehme eine Herausforderung und ich werde dich ordentlich in den Mangel nehmen. Bei diesem Kampf wird der Witz alles zu befreien, das Hotte zu werfen und die Arena ständig aufzugeben. Aufgeben? War für mich überhaupt nicht die Frage. Ich habe jede Menge herumexperimentiert und stärker als du je vorstellen könntest. Ich werde euch alle besiegen. Weil Kevin natürlich auch mein Bruder. Einfach jeden von euch. Macht's gut. Ich freue mich auf unseren nächsten Kampf.
Gerade hier vorher fleißig in der Tunnelzone zu trainieren. Jo. Na, dann haben wir's. Jo, Leute. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Ah, da steht Sanja und Magnolika. Hallo, Kev. Bei dem Sieg über euch war ich beeindruckt. Gut gemacht. Damit hättest du dann auch die Arena-Challenge verloren. Kann ich dir nur gratulieren. Das müssten wir eigentlich feiern. Aber dafür bleibt leider keine Zeit. Ist nämlich so. Dieses Licht über Cloud City ist nichts anderes als die 14 Nacht aus der Legende. Dasselbe Phänomen wie damals also, als unzählige gigantische Pokémon in Gala wüteten und man da die gesamte Region in Schutt und Asche gelegt hätte. So ist es. Wir wissen, dass das Cinemax-Phänomen nur durch die Energie in der Gala-Region eingeschlagenen Wurmsterne möglich. Aber Menschen sind leider nicht dazu in der Lage, diese Energie zu kontrollieren. Doch das könnte sich ändern, wenn wir mehr über die zwei legendären Helden wissen. Das Schwert, das Schild aus der Legende. Sein, ihr Liebes, das ist dieser Moment nicht gekommen. Bitte nimm einen Kittel. Was? Ist das nicht noch ein bisschen zu früh, Oma? Ich bin ja noch gar nicht mit meiner Forschungsarbeit fertig. Und genau, deshalb sollst du ihn jetzt haben, damit du deine Arbeit gut zu Ende bringst. Ha, jetzt bist du Professor Sanya. Danke. Du bist das Rätsel um die zwei legendären Helden, die einen Skala vor der 14 Nacht bewahren. Finde heraus, was wirklich hinter dem Schwert und dem Schild aus der Legende steckt. Das werde ich, Oma. Ich will unbedingt sehen, wie du oder Hab gegen Dinen kämpft. Also überlass den ganzen anderen Kram ruhig mir und geh nach Score City, okay? Das ist alles im Bahnhof. Der nächste Zug fährt bald ab. Jo, machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.